Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und das ist Play Games Alone. Heute sehe ich mir mal genauer die Phoenix an und werde sie mal im Ring werfen. Und zwar gegen den besten Sparringspartner, den man haben kann, den Rhino. Also seid gespannt und bleibt dran. Ja, dann schauen wir uns mal die Phoenix an. Und zwar gehe ich mal eben durch meine Karten durch, das Deck, das ich mir gebildet habe. Ja, dann geht's mal los. Dann tun wir noch die Verpflichtung von Phoenix reinmischen. So. Sagt mal, jetzt habe ich wieder meine gute alte Handykamera genommen. Damit kriege ich irgendwie mit dem Greifarm den besten Winkel hin, finde ich. Besser als mit der anderen Kamera. Sag mal wieder, dass ihr jetzt so findet, ob das wieder okay ist so. Und bin ich echt mal gespannt. So sehe ich auch ein bisschen alles besser, kann die besser halten. Ich finde es, mir gefällt es eigentlich so oldschool-mäßig am besten. Und ziehen wir mal, was haben wir? Sechs Karten. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, okay. Mein Gott, der Schnupfen bei dem Wetter bringt einen ja um. Die könnte ich für die spielen, ne? 1, 2, 3, ne, ist doppelt der dritte graue. Ja, so machen wir das. Achso, ich muss noch 4 Marken. 1, 2, 3, 4. So, das sind die. Dann spiele ich hier die. Für die. So. Oh. Den X-Carrier. Ja, für die drei. Dreh G Gray um. Die ist jetzt ein X-Men. Ah, cool. Dann kann ich ja das noch spielen hier. Die kann ich jetzt machen. Und dann kann ich hier den noch spielen. Auszeit bekommt plus 2 Erholung. Das ist doch cool. Ja. Und dann greift sie einfach mal an. So, Rhino. Was sagst du dazu? Ja, war nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Gut, gehen wir gleich zu. Der Plan geht um eins voran. Achso, ich spiele übrigens ganz vergessen, ne? Ganz Standard Rhino 1 und 2. Begegnungsset Standard und die Bombendrohung. Zum Testen ist es ganz gut. So, einer voran, dann greift er. Ups. Dann greift er an. Soll ich verteidigen? Ich verteidige mal. Oder Moment. Was habe ich für Karten? Nächste Runde. Professor X. Elite Minion. Ich verteidige mal. So. Er greift an mit 2 plus nix. Oh Gott sei Dank ist die Karte weg. Mit passiert nix. Sehr gut. Und eine Karte für Mick. Rhino greift dich an. Hahaha. Falls durch diesen Angriff Schaden nimmst, wird der Charakter betäubt. Na gut. Und 2 plus. Boah, 4 Schaden. Aua, 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 aua. Das war jetzt böse. Okay. Die ist auch wieder ready.
Dann werden wir einfach Professor X spielen. Für 1, für 2, für 3. Ja, spielen wir Professor X für 3. So, nachdem Professor X ins Spiel gekommen ist, wähle 1. Verwirre den Schurken, betäube einen Schergen oder mache ein X-Men-Charakterspiel bereit. Dann werde ich ihn verwirren. So. Dann werde ich ihn verwirren. Und dann wird der Professor hier einmal den Widerstand wegmachen. So. Und dann bin ich wieder fertig. Der Plan geht um 1 voran wieder. Rhino greift an. Diesmal geht der Professor dazwischen. 2 plus nix. Aber dann ist der Professor weg. Und eine Karte für mich. Du wirst verwirrt. Falls du bereits verwirrt bist, er diese Karte nachrüsten. Aha. So willst du also spielen, Rhino. So, so. So willst du also spielen. Achso, ich darf ja nachziehen. 2, 4, 5. Ja, dann machen wir das doch hier. So. Den Phoenix-Anzug spielen. Ach, die Dings spielen wir. Mit dem aggressiv. Ne, mit der hier. Heldenaktion. Jetzt muss ich mal eben gucken, was standhaft bedeutet. Ja cool, der Schlüsselwurf war mir neu, und zwar standhaft. Ein Charakter kann mit dem Schlüsselwurf standhaft, kann eine zyklische betäubt und eine zyklische Verwirrt-Statuskarte haben. Der Charakter ist nicht betäubt oder bis er 2 Betäubt-Karten hat und nicht verwirrt, bis er 2 hat. Nachdem die Aktivierung des Charakters durch einen Statuseffekt ersetzt worden ist, entferne alle Statuskarten jedes Typs von dem Charakter. Ja, okay. Ja, dann spielen wir doch die Karte, ne? Dann spielen wir doch den Anzug. Für 2. Jetzt bin ich nämlich standhaft. Jetzt ist das Betäubt nämlich egal. Und zwar, wir greifen jetzt einmal an. Machen 2 Schaden, weil wir hier das haben. Dann entferne ich hier einen Marker. Ach, die ist gar nicht permanent. Okay, wäre auch zu gut. Die habe ich ja gerade gespielt. Okay, entferne einen Marker, mach Phoenix spielbereit. Oder platziere 2 Marker drauf. Ja, dann platzieren wir 2 Marker drauf. Okay. Ja, dann bin ich wieder soweit durch. Der Plan geht um 1 voran. Und jetzt Rhino greift mich an mit 2. Oh, ich habe gar nicht gesagt, okay. Jetzt muss ich gleich langsam. Und eine Karte. Hauen und Klauen. So wird aufgedeckt, platziere ich eine zusätzliche Bedrohung. Und oh, die muss gleich weg, die Karte. Die muss gleich ganz schnell weg. Ja, es wird ja kein Problem sein. Ich ziehe wieder 2 neue. 2, 4, 5. So.
Ja, dann spielen wir trotzdem hier. Und zwar das telekinetische Schild für 1. Machen wir einen Marker für 2. Jetzt habe ich 5 Lebenspunkte. Quasi ein Schild mit 5. Dann ja, ich muss hier die wegmachen. Damit das Ding hier wegkommt, das ist mir zu blöd. Warte mal, will ich da noch eins? Okay, ich habe jetzt Widerstand geleistet. Nachdem die Aktivierung des Charakters durch einen Statuskarteneffekt ersetzt worden ist, entferne alle Statuskarten von der Typs. Nachdem die Aktivierung des Charakters durch einen Statuskarteneffekt. Okay, keine Ahnung. Lass mal so. Gut, dann bin ich wieder durch und ja, bin ich wieder durch. Gut, dann geht der Plan um einen voran. Und ich ergreift mich an, ja kann er. Und 2 Schaden. Geht noch für Chill drauf. Und nächste Karte. Schocker! Füge jeden Helden einen Schaden zu. Bald aufgedeckt. Okay. Der geht aber hier drauf. Hallo Schocker, das ist wunderbar, dass du vorbeischaust. Jetzt kann ich eigentlich noch meine Karte ausgeben. Gut, dann bin ich dran. Immer noch 4, wieder keine gezogen. 5. Ja, machen wir es doch einfach. Spielen wir hier unerbittlicher Angriff. Füge einen Schergen 5 Schaden zu. Falls er für diese Karte mit einer Physical Ressource bezahlt, wird er bezahlt mit einer Joker Ressource. Er hat die Overkill. Ja, das heißt, zack, Overkill. Wir spielen dann hier die. Sobald du diese Karte ausgibst, um ein Angriffereignis zu spielen, füge das Ereignis einen zusätzlichen Schaden zu. Das heißt, ich mache 6 Schaden. Dann gehen 3 auf Schocker. Schocker ist weg. Und 3 auf ihn. Perfekt. So. Dann spiele ich noch die Handwaffe für eine Ressource und hier die zweite Ressource. Kommen 2 Marker drauf. Aber jetzt werde ich erstmal Widerstand leisten, damit diese 3 Marker hier weg sind. So, dann bin ich wieder durch. Dann haben wir 2, 4 und 5. Das ist doch gut. Okay, dann kommt wieder ein Marker hier drauf. Er greift an, kann er. 2 plus 2 sind 4. Geht alles in den Schild und damit ist das Schild weg. Weil, haben wir gelernt hier, der nimmt alle Schaden auf und dann ist der Angriff weg. Habe ich im anderen Video gesehen von einem YouTube-Kollegen, hat er da erklärt. So. Ja, hat angegriffen. So, dann kriege ich jetzt eine Karte. Oha, der Schurke greift dich an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, dann muss ich verteidigen. Bleibt neben mir nichts anderes übrig. 2 plus 2 sind 4. Oh Gott sei Dank ist die Karte weg. Sind 4 Schaden. 4, ne? 2 kriege ich. Und 2 kriege ich noch. Oha. Oha. Okay.
Na gut. Ja, ich spiele Jedi. Ist eine Heldenaktion für Cyclops. Ups. So, und zwar platziere zwei Machtmarker wieder drauf. Machen wir hier zwei Machtmarker wieder drauf. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, wir machen mich spielbereit. Ich mache mich spielbereit. Dann greife ich nämlich an mit 1, mit 2, mit 3, mit 4, mit 5, mit 6. Oh, da kommt 2 Marker drauf. Mit 6, 3 Marker drauf. So, dann mache ich jetzt 6 Schaden. So. Und dann flippe ich im alten Ego. Jo. Vorher spiele ich aber noch Kolossus für 1, für 2 und dann für die Karte für 3. Und Kolossus kommt mit einer C-Statuskarte. So, dann bin ich jetzt fertig. So, der Plan geht um ein voran. Er wird ihn vorantreiben, kann aber nicht, weil er verwirrt ist. Und dann eine Karte für mich. Eine Hydra-Wache. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. 6. Was können wir machen? Erstmal natürlich erholen. Ich erhole mich um 2. Um 2 sind erhole ich mich um 5. So. Gut. Dann flippe ich natürlich in Phoenix. Ja, haben wir hier. Das ist eine Wache. Dann greift erstmal hier Inks an. Da ist die C-Statuskarte weg. Okay. Aber 3 macht er den hier alle. Dann spiele ich hier Angel. Senke die Kosten, um Angel zu spielen, um 1. Falls ich ein X mehr bin. Ja, das sind wir doch. Dann um 1, um 2. Er greift an. So, macht Rhino alle. Rhino ist dann 2. Bekommt dann jetzt 15 Leben. Dann suchen wir Hauen und Klauen. Ich meine, die war doch eben hier. Ah ne, war kommt doch da. Hauen und Klauen. Kommt wieder mit 2 im Spiel, was nicht das Problem ist. So. Und dann spiele ich noch Dropkick. Füge einem Gegner 4 Schaden zu. Falls du mit dieser Karte nur mit Physical Ressourcen bezahlt hast, betäube den Gegner. So, ich spiele die beiden. Und zwar verdopple bei Ressourcen der Aggressionskarten. Die Verdopplung, also 2, 3. Und das sind Joker-Ressourcen, das heißt,
Ich bezahle mit Physical Ressourcen und kriege plus einen Schaden. Das heißt, ich mache 5 Schaden und Rhino ist betäubt. Bang. Bam. Jo. Das war doch mal nicht schlecht. Das war doch jetzt mal nicht so verkehrt. Ja, das ist Hundealarm. Was haben wir denn hier? Behalte ich die Karte? Ja, eine werde ich davon behalten, die anderen schmeiße ich ab. 2, 3, 4 und 5. Nicht das, was ich jetzt unbedingt wollte, aber okay. So, der Plan geht um eine voran. Rhino greift, wird mich angreifen, ist betäubt, kann nicht. Und dann eine Karte. Falls Bombendrohung im Spiel ist, weise X Schaden unter allen Helden und unter Verbünden, wobei X die Menge an Schaden ist, falls nicht nachrüsten. Okay, Bombendrohung ist nicht im Spiel. Dann haben wir hier, Rhino greift dich an. Falls ein Charakter durch den Angriff Schaden bekommt, wird der Charakter betäubt. Ja, dann greift er hier Angel an. Mit 3, dann ist er weg. Dann ist er weg. Mit 5 Schaden ist er weg. Der Gegner ist weg. Und eine kriege ich wegen ihm hier. Gib Rhino eine C-Statuskarte. Na toll. Okay. Okay, 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 okay. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, hier. Nachdem du eine Basiskrafterholung kriege ich einen Marker. Ja, das habe ich eben gemacht. Ich meine, ich habe doch irgendwas vergessen eben. Okay. Dann spiele ich telepathische Tricks für 1, für 2. Entferne 4 Bedrohungen von einem Plan. Dann nehmen wir doch die 4 Bedrohung hier. Die 3 Bedrohung. Und hier, dann nehmen wir die. So. Ja, und dann sind wir wieder. Greift Kolossus noch an, kriegt 2 Schaden, damit diese C-Statuskarte weg ist. So. Dann sind wir wieder bereit. So, und jetzt mal eine gute Karte. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht immer noch nicht. Okay, dann geht der Plan um 1 voran. Rhino greift an. Kolossus geht dazwischen. Jupp, mit 5. Dann ist Kolossus weg. Guter Kolossus. Und dann nochmal. Hydra. Sobald aufgedeckt, wähle, nimm entweder 2 Schaden oder platziere eine Bedrohung auf dem Hauptplan. Ja, dann platziere noch mal eine Bedrohung auf dem Hauptplan. So, dann sind wir dran. Ja, dann greife ich an.
Na, warte mal. Doch, ich greife an. Mit 1, mit 2, mit 3, mit 4. So. Dann spiele ich hier Auszeit. Ausdauer, bekommen 3 Lebenspunkte dabei. So. Ja, will ich diese Karte abschmeißen, um eine neue zu und dann bin ich fertig. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, ach, da ist nochmal eine, die ich brauche. Und dann sind wir fertig. Dann geht der Plan um einen voran. Rhino greift an. Kann er? 3, 4, 5. Mit ihm wären es 6 Schaden. Uiuiuiui. Okay. Nicht gut, 6 Schaden. Und eine Karte. Eine Bedrohung auf dem Hauptplan. So, der war hier. Und eine Karte. Bombendrohung. Sobald aufgedeckt, platziere hier zuletzt eine Bedrohung. Ah. Glück haben, braucht man die jetzt nicht mehr. Dann ist das nämlich jetzt vorbei. So, dann schauen wir mal. Ja, dann spielen wir einfach Telekinese für 3. Ist ein Angriff. Dann mache ich jetzt 6 Schaden, 7 Schaden, 7 Schaden und für die mache ich 8 Schaden. Und dann war's das für Rhino. Cool. Ja. Also ich muss sagen, die Kombo hat mir jetzt gefallen, Phoenix in Aggression. Ich habe immer alles unter Kontrolle gehabt. Hoffe, da waren jetzt keine groben Schnitzer drin, aber sollte soweit eigentlich geklappt haben. Ja, hat mir gut gefallen. Anfangs, wo ich so gesagt habe, oh nee, die gefällt mir nicht so unbedingt. Muss ich sagen, doch. Die und Cyclops gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Cyclops auch. Habt ihr einen der letzten Reports Spiele gesehen? Gefällt mir ganz gut. Hätte ich mir weniger erwartet. Also bin schon doch angenehm überrascht. Die beiden haben Spaß gemacht. Gut, war jetzt zwar nur Rhino als Trainingspartner, aber gut, einmal zum Kennenlernen fand ich ganz gut. Wie fandet ihr das? Mögt ihr Phoenix? Und wenn ja, wie spielt ihr die? Ich bin um jeden Tipp dankbar und freue mich gerne auf eure Kommentare und gerne auch mit Wünschen, was ihr gerne mal als nächstes sehen wollt. Die Kampagne mit Spider-Man ist gerade in Vorbereitung, da bin ich gerade am Testen und am Bauen. Aber falls ihr was anderes sehen wollt, natürlich sobald mein Wolverine kommt, dann werde ich den mal ausführlich testen, auf den habe ich voll Bock. Ja, dann war es das für jetzt und dann drehe ich jetzt als nächstes mal das Marvel United Game. Mal sehen, was ihr davon haltet. Dann sage ich bis zum nächsten Avengers sammeln.